Die scheinen Ärger zu suchen! Verdammt! Überall Söldner! Das war vielleicht ein Staatsstreich, und wenn? Vielleicht! Oder die haben den Präsidenten einfach abgesägt und das Land übernommen! Du bist schon eine Marke, Hagrid! Einfach einmalig! Lass ihn ab! Komm schon, du bist Superman! Verlass mich nicht! Soldat am Boden! Feindliche Infanterie! Wir haben hier Scheiße! Hier in Deckung! Das war zu knapp! Heilige Scheiße! Weiter so, Mann! Genau so! Runter, runter, Feinde, runter! Schaltet sie aus! Genau das hasse ich! Ich bin festgenagelt! Scheiße! Wer hat da geschossen? In Deckung! Tauche ab! Meine Ohren! Kaliber 50, auf den Boden! Scheiße! Kopf unten lassen! Wir bekommen Gesellschaft! Ja, ich kann sie sehen! Feuer frei! Gib mir Deckung, muss nachladen! Scheiße! Soldat am Boden! Wiederhole! Soldat am Boden! Verdammt, ich geb dir Deckung! Scheiße, wir brauchen hier einen Sunny! Einen schlechten Tag begegnen, Press! Geh in Deckung!
Stehe unter Beschuss! Oh, Himmel! Leg doch was nach! Feinde! Ja. Himmel! Lassen! Runter! Begebe mich in Deckung! Schütze! Ich suche Deckung. Geh in Deckung! Scharfschütze! Granate unterwegs! Feinde! Schalten Sie aus! Ja, ich kann sie sehen! Feuer frei! Ich muss nachladen! Das ist doch Wahnsinn! Schwerer Beschuss! Wir bekommen Gesellschaft! Marlow, Sweetwater, Deckungsfeuer am Haupteingang. Haggard, die Tür da. Okay, ich werde sie ablenken. Neu formieren!
Die Tür ist offen! Was unterreißen Sie sich denn? Sie sind nicht meine geliebten Kinder. Sie sind nur dreckige imperialistische Schweine. Ich werde nicht kommen mit Ihnen. Er findet uns gar nicht nett. Und er sagte was von einer Salami, glaube ich. Und er will nicht mitkommen. Man sieht, er ist angepisst. Übersetzt das mal jemand für mich. Was du willst, interessiert ja niemanden, kapiert? Alles klar, Presidentia, niet Excellentia. Lass mich mal. Euer Exzellenzki, Mr. Presidentsko? Nein, Herge, du sprichst kein Serdarisch, halt's Maul! Ich brauch nicht diese Stümper-Übersetzung von euch! Ich perfekt eure Sprache spreche! Dann hast du auch kein Problem, das zu verstehen. Wir sind hier, um dich abzuholen. Dich abzuholen? Nur sie? Nur wir! Vier mickrige Soldaten! Lass das, Haggard! Vier mickrige Soldaten! Ist keine Invasion! Ist aus Friedensbruch! Mike One Juliet, hier ist Bravo One Charlie. Wir haben das Paket. Ich wiederhole, wir haben das Paket. Na bitte sofortige Abholung, over. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Paket zurücklassen. Ich wiederhole, Paket zurücklassen. Auch wenn es Ihnen nicht gefällt, Sergeant. Abholung wurde abgelehnt. Over. Abgelehnt? Wie kriegen wir den Helikopter her? Over. Ich sag's Ihnen wirklich nur ungern, aber er wird gar nicht kommen. Sie sind auf sich allein gestellt. Wir halten uns raus. Over. Was heißt auf uns allein gestellt? Wie kommen wir dann raus? Over. Das bleibt Ihnen überlassen. Ich entscheide das nicht, Männer. Ich kann da nichts tun. Ich soll den Kontakt abbrechen. Tut mir leid. Over. So viel dazu. Jungs, die lassen uns also im Stich. Oh Mist, jetzt kommen wir sicher nie hier raus. Ich weiß eine Fluchtmöglichkeit für uns. Was heißt für uns? Ich habe Befürchtung, das Vater von Volk Sedaristans hat keine andere Wahl jetzt als gehen in Exil. Es war Fehler zu erbitten, die Dienste von diesen Söldner. Moment mal. Der Legionär hält dich hier fest? Weil ich nicht aufbringen konnte Gold, das er verlangte. Er einfach mein Volk auf schlimme Weise untergedrückt. Aber ich sicher siegen werde. Volk von Sedaristan wird bald sich erheben und Rückkehr von geliebter Vater verlangen. Der Typ ist ja richtig witzig, wenn er so rumfantasiert. Der könnte uns noch nützlich werden. Ja, genau wie ein Euter beim Bullen. Haltet die Klappe. Sagt uns, wie wir hier rauskommen. Oh, das ist staatliche Transportmittel für Prominenz, aber ganz unpassend für unhygienische stinkende Hintern von euch, meine ich. Und was ist mit dieser unhygienischen Ausstattung? Ist das eine Spiegelkugel? Aber ich gebe zu, der Whirlpool hat schon was. So, mal sehen, wie das Ding fliegt. Nix da. Los, raus aus dem Sitz. Spielverderber. Preston, zeig, was du kannst. Preston, du übernimmst. Ich versuch's mal. Tja, da saßen wir nun. In einem russischen Zuhälter-Hubschrauber mit einem Größenwahnsinnigen und einer Sammlung von schrottigen CDs an Bord. Unsere Vorgesetzten hatten uns im Stich gelassen. Und wir sollten der tödlichsten Armee der Welt nur als Zielscheibe dienen. Einen Hubschrauber flog ich wirklich nicht zum ersten Mal. Aber die Umstände waren diesmal schon ungewöhnlich.